Das Hüttlingmoos am Fuße des Wilden Kaisers im Tiroler Unterland, eines von nur mehr wenigen Feuchtgebieten zwischen Going und St. Johann. Diese Feuchtgebiete stehen unter besonderem Schutz, die vielfältige Fauna und Flora machen die Moore zu Naturjuwelen. Das Hüttlingmoos selbst darf nicht betreten werden. Es gibt aber rund um das Moor ein Wegenetz, Informationstafeln und Aussichtsplattformen. Der Wilde Kaiser. Die ganze Wanderung über ist er vom Moor aus zu sehen. Nature Watch erklärt auch die kleinen, unscheinbaren Abläufe der Natur. Mit dem Fernglas von Swarovski-Optik werden auch die kleinen Dinge ganz groß. Schau mal, wenn du ganz nah dran haltest, siehst du jetzt. Nur mit einem Auge schauen, da mit dem auf der rechten Seite. Ja. Die Nature Watch Wanderung führt in etwa 2 Stunden rund um das Moor, auch in unberührte Wälder. Die ersten Blaubeeren können bereits gepflückt werden, die Orchideen allerdings werden schon bald verblüht sein. Spielerisch wird bei der Wanderung den Gästen die spezielle Flora des Waldes erklärt. Das ist auch Teil des Konzepts, speziell eben, wenn Kinder dabei sind, auch immer sehr gut angenommen, wenn man eben das in spielerischer Form bringt und macht, dass eben die Kinder selber auch aktiv sein können, weil nur mitgehen und zuhören ist einfach für Kinder die falsche Methode. Ja. Und auch sogar bei einigen Erwachsenen funktioniert es auch besser, wenn man sie einfach selber mal irgendwie in den Wald schickt, irgendetwas zu holen. Ausgangspunkt und Ziel der Wanderung ist die zum Stanglwirt gehörende Berghütte direkt am Moos. Das ehemalige Bauernhaus ist aufwendig renoviert, auf den neuesten Stand der Technik und kann sowohl als Ferienhaus als auch als uriges Konferenzzentrum genützt werden, eigener Koch und Butler inklusive. Nach einer Nature Watch Wanderung tut's aber auch eine einfache Bretteljause, um am späten Nachmittag noch einmal die Ruhe und die nahezu unberührte Natur zu genießen.